natürlich toll, wenn man in einem Land arbeitet und dann die Chance hat, auch mal dieses Land vertreten zu sehen auf einer EZB. Wir sind mit 54 brasilianischen Zulieferern hier an Bord und das ist ein tolles Gefühl. Der Markt in Brasilien hat sich fantastisch entwickelt in den letzten Jahren. Es ist der Boommarkt geworden. Viele Hoffnungen richten sich derzeit gerade die der europäischen Automobilzulieferer auf diesen Markt. Wie sehen Sie die Chancen in den kommenden Jahren in Brasilien speziell? Das ist natürlich eine sehr weite Frage, weil es hat sehr viele Aspekte Brasilien. Wir erleben immer wieder Phasen, die vielleicht nicht so gut laufen. Und auf der anderen Seite sind wir aber auch alle der Meinung, dass nachhaltig Brasilien die 4-Millionen-Grenze in 2014 und die 5-Millionen-Grenze 2018 überschreiten wird. Das wird natürlich für viele eine Herausforderung werden, mitzuwachsen, wie für uns auch. Wir sind gut aufgestellt als Volkswagen. Wir haben das größte Produktportfolio. Wir arbeiten hart dran. Wir investieren in Kapazität und Produkte und werden an dem Wachstum wesentlich mit teilhaben. Als das erste Mal in der Automobilindustrie über Globalisierung gesprochen wurde, das war so Anfang der 50er Jahre, da war Brasilien, Südamerika für die Deutschen, gerade auch Zulieferer, eigentlich schon von ganz Anfang an dabei. Heißt das, dass Sie dort in diesem Markt bereits heute auf einen ausgeprägten Zulieferermarkt zugreifen können als vielleicht in anderen Emerging Markets? Ja, das ist richtig. Wir sind ein gut entwickelter Zuliefermarkt. Das heißt, wir haben eine sehr gute technische Struktur der Lieferanten. Die können unsere technologischen Anforderungen heute weit erfüllen. Es gibt auch eine sehr gute Basis der deutschen Industrie. Wir haben die größte Außenhandelskammer der Welt mit über 800 Unternehmen in Sao Paulo sitzen. Wir haben im Süden Brasiliens viele, viele deutschstämmige Unternehmen. Und das hilft uns natürlich auch. Manchmal gibt es Dinge, die kann auch so ein gesättigter Markt wie Europa oder Deutschland von anderen Märkten lernen. Was wäre das aus Ihrer Sicht? Was könnte zum Beispiel Deutschland und die Automobilindustrie hier von Brasilien lernen? Der Optimismus. Der Brasilianer ist von Grund auf, von Natur aus optimistisch. Der Brasilianer erlebt in seinem Leben viele Krisen. Und ich denke, das müssen wir uns als Deutsche auch ein bisschen zu Herzen nehmen. Wenn bei uns mal eine graue Wolke am Himmel ist, dann sehen wir ja gleich drüber. Aber in Brasilien ist das eben anders. Der Brasilianer sagt dann, komm, wir packen es wieder. Und das sollten wir uns in Deutschland auch vornehmen. Erstmal vielen Dank. Ich bedanke mich.